Die Amis bauen an ihren Highschools die heftigsten Skatespots und einer der berühmtesten ist Hollywood High. Dieser Spot befindet sich direkt am Eingangsbereich der Hollywood High School in Los Angeles, die 1903 eröffnet wurde und einige berühmte Absolventen hervorgebracht hat, zum Beispiel Lawrence Fishburne, Cher und Sarah Jessica Parker. Eigentlich sind es sogar zwei Spots in einem. Einmal ein 12er-Stufen-Set, welches bis Ende der 90er ursprünglich als Hollywood High bezeichnet wurde, und direkt gegenüber ein Set mit 16 Stufen. Ab wann genau Skater den Spot für sich beansprucht haben, ist nicht mehr herauszufinden, aber 1993 gab es den ersten offiziellen Nachweis. Ein 180 Nose Grind an der kleineren Seite von Pat Duffy, zu sehen auf dem Cover des Slap Magazine. Die Jahre darauf wurden auch nur die 12er-Stufen geskatet, wenn man vom Hollywood High sprach, waren nur diese damit gemeint. Dies änderte sich dann Anfang 1999, als Jeff Rowley als erster einen Trick an den 16ern gemacht hat. Einen Frontside Boardslide, mit dem er auch sein erstes Thrasher Cover eintütete. I'm Jeff Rowley and this is my first cover of Thrasher. It was February 1999 and it was shot by Daniel Haroldster. Dan was pretty tight with Phelps at the time, so he probably just sent the print straight up to Phelps and said cover or nothing, boom. Ab da ging es Schlag auf Schlag weiter und jeder Skater, der sich in der Szene einen Namen machen wollte, musste an diesem Spot skaten. Es gibt hier mittlerweile so viele Tricks, dass es unmöglich ist, alle aufzuzählen, aber hier sind ein paar Banger. Sogar Johnny Knoxville filmte hier einen Stunt für Jackass. I'm Johnny Knoxville and I'm going to grind this rail. Ready, set, go. Für manch andere endete die Session an den Hollywood High ebenfalls ungemütlich. In 2013 wurde hier auch das Musikvideo zum Song Skate Cans von Machine Gun Kelly gedreht und Ryan Sheckler steuerte ein paar Tricks bei. So we are here at Hollywood High. We're gonna try to, I don't know, skate it, I guess. Letizia Buffoni war die erste Frau, die einen Trick an den 12ern gemacht hat, einen Frontside Feeble im Jahr 2017. Der erste Trick einer Skaterin an den 16ern kam 2021, ein 50-50 von Rose Zwetsloth. Am Hollywood High kann man sehr gut erkennen, wie sich das Niveau beim Skateboarden in den letzten 30 Jahren weiterentwickelt hat. War Anfang der 90er noch das 12er-Stufen-Set, das Nonplusultra, ging es schnell weiter zu den 16ern. Es folgt ein NBD auf den anderen und mittlerweile wird die höhere Seite sogar schon von Kids geskatet. Der jüngste war der 8-jährige Christian Jordan mit einem Backside-Boardslide im Jahr 2017. Und das ist er 4 Jahre später. Erstaunlich ist, dass das Skaten an diesem Spot seit 30 Jahren mehr oder weniger geduldet ist, sofern man nicht zu den Unterrichtszeiten dort aufschlägt. Sogar die Polizei hält sich fern und manchmal versammeln sich auch einige Passanten und schauen den Skatern zu. Es gibt momentan keinen Hinweis darauf, dass sich das in naher Zukunft auch ändern könnte. Deshalb können wir alle gespannt sein, welche Banger uns hier noch erwarten. Ganz anders sieht es leider an diesem Spot aus, nur 5 Minuten von Hollywood High entfernt.